Lewandowski verpasst Trainingslager. Robert Lewandowski kann nach seiner Leistenoperation die Reise ins Trainingslager des FC Bayern nach Doha nicht mit antreten. Dies berichtet die Bild-Zeitung. Der 31-Jährige hatte sich nach dem letzten Hinrundenspiel einem Eingriff unterzogen. Dabei wurde dem polnischen Nationalspieler ein Kunststoffnetz zur Stabilisierung eingesetzt. Entgegen des eigentlichen Plans bleibt Lewandowski nun in München, wo er individuell an seiner Fitness arbeiten soll. Ein Einsatz zum Rückrundenstart gegen Hertha BSC soll jedoch nicht gefährdet sein. Arp schwärmt von Flick. Fiete Arp hält große Stücke auf seinen Trainer Hansi Flick. Der Bayern-Coach habe in seiner Zeit als Co-Trainer vor allem zu jüngeren Spielern einen engeren Draht aufgebaut. Das erklärte der 19-Jährige im exklusiven Interview bei Sport1. Ich habe mit ihm öfter zu zweit trainiert, wenn ich mal nicht mit der Mannschaft trainieren konnte, sagte Arp. Auch neben dem Platz habe ihm der Coach wertvolle Tipps gegeben. Er hat mir zuletzt klargemacht, dass ich Ruhe mitbringen und mir keinen großen Druck machen soll, berichtete der Stürmer. Nagelsmann zweifelt an Titel. RB Leipzig zählt für Trainer Julian Nagelsmann in der derzeitigen Verfassung nicht zu den Titelkandidaten der Bundesliga. Wir müssen uns entwickeln. Aktuell sind wir noch nicht gut genug, um Meister zu werden, sagte der Coach des aktuellen Tabellenführers im Bild-Interview. Gegen die Verfolger wie Bayern München und Borussia Dortmund müsse man gewinnen. Sonst wird es am Ende der Saison einfach schwer, betonte der 32-Jährige. In der Hinrunde kamen die Roten Bullen gegen beide Teams zu einem Unentschieden. Neben Bayern und Dortmund gehören für Nagelsmann auch Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 zum Favoritenkreis.